Dies ist einer der mutmaßlichen Täter. Dem Bremer SEK gelang es gestern, ihn und seine Komplizen kurz vor dem Überfall auf dieses Goldschmiedegeschäft in Ostholz-Scharmbeck festzunehmen. Dessen Inhaberin möchte heute nicht mit uns sprechen. Aber das SEK hatte sich zuvor auch stundenlang im Nachbargeschäft im selben Haus versteckt. Sie warteten dort auf die Täter. Dessen Inhaberin steckt der Schreck noch in den Knochen. Man denkt, atme ich jetzt noch oder traue ich mich das? Weil man ist ja selber auf der Lauer. Man denkt ja, kommt hier jemand rein, kommt keiner rein, mache ich zu, mache ich nicht zu, verstecke ich mich dann in dem Moment? Na, aber es war alles wirklich, es lief alles sehr gut hier ab. Also das war dann auch ganz schnell vorbei, der Spuk. Aber im ersten Moment war schon ein bisschen spannend. Seit Monaten war die Polizei hier Bilder vom Einsatz den Männern auf der Spur. Der Verdacht, sie wollten mit dem Erlös des vereitelten Raubes Kriegswaffen kaufen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt unter Hochdruck. Nachdem gestern zunächst 6 Personen vorläufig festgenommen werden konnten, konkretisieren sich jetzt die Ermittlungen auf aktuell 4 Tatverdächtige. Von diesen 4 Tatverdächtigen befinden sich 2 derzeit noch im Polizeigewahrsam. Und wir werden gegen diese 2 heute noch Haftbefehlsantrag stellen. Geld für den Kauf von Kriegswaffen. Da liegt der Verdacht auf islamistischen Terrorismus nah. Also was ich sagen kann, ist, dass einer der Tatverdächtigen aus Frankreich kommt, algerischer Staatsangehöriger mit Wohnort in Frankreich ist. Vermuten Sie einen islamistischen Hintergrund? Wer was konkret hinter diesen Ansinnen steckt, diese Waffen zu erwerben, das werden die weiteren Ermittlungen zeigen müssen. Für Katrin Meyerhoff geht heute das Geschäft ganz normal weiter. Gestern war übrigens nicht nur das SEK bei ihr im Laden. Kurz vor dem vereitelten Überfall gegen 6 Uhr hatte sie sogar Besuch von den mutmaßlichen Tätern. Ja, da habe ich ja noch nicht gewusst, dass das die Täter sind. Das waren 2 Herren, die hier reinkamen und die mich gefragt haben, ob man bei Frau Bellmann ein Uhrenglas austauschen kann. Und ich habe gesagt, das weiß ich nicht, dann müssen Sie einfach mal fragen. Und dann haben sie gefragt, ob sie dort geschlossen ist. Und ich sage, nein, sie ist da, einfach mal klingeln. Und das war es schon. Also waren sehr freundlich, kann ich nichts zu sagen. Auch wenn die Polizei gestern erfolgreiche Arbeit geleistet hat, würde Katrin Meyerhoff zukünftig gerne auf den Besuch vom SEK verzichten.